Kaiser Josef II. Wurde am 13. März 1741 in Wien geboren. Und Josefs Geburt kam genau rechtzeitig, denn seine Mutter, Maria Theresia, kämpfte darum, als Herrscherin der Habsburger Lande anerkannt zu werden und steckte mitten im österreichischen Erbfolgekrieg. Nach drei Mädchen festigte ein Sohn jetzt ihre Position als Herrscherin und brachte ihr viele Sympathiepunkte ein. Denn, so will es eine Legende, mit dem kleinen Josef am Arm konnte Maria Theresia das Herz der ungarischen Magnaten erweichen und diese als Mitstreiter im österreichischen Erbfolgekrieg gewinnen. Josef war jetzt ein sichtbares Zeichen für den Fortbestand der Dynastie und er sollte als Reformkaiser und Rebell am Thron in die österreichische Geschichte eingehen. In diesem Video sehen wir uns das Leben von Kaiser Josef II. An. Und wir sehen uns an, wo der Reformkaiser Österreichs in Wien seine Spuren hinterlassen hat. Um Josefs späteren Reformdrang zu verstehen, sehen wir uns zunächst Josefs Jugend an. Josef war der Thronfolger Österreichs und es war klar, dass er eine erstklassige Ausbildung für seine zukünftige Aufgabe benötigte. Der von Josefs Mutter, Maria Theresia, entworfene Lehrplan fokussierte ganz konservativ auf Gehorsam, Disziplin und Frömmigkeit. Josefs Lehrer stammten jedoch aus dem Umfeld von Josefs Vater, Kaiser Franz I. Und dieser war neuen Ideen und Konzepten gegenüber äußerst aufgeschlossen. Durch seine Lehrer kam Josef schon früh mit den Ideen der Aufklärung in Kontakt. Und die waren für damalige Verhältnisse geradezu radikal. Denn die Aufklärung versuchte die Welt durch Vernunft und Logik und Wissenschaft zu erklären und nicht wie bisher durch göttliches Wirken. Durch die Brille der Aufklärung betrachtet, war für Josef vieles in Österreich einfach nur archaisch und wie das pure Mittelalter. Daher begann er schon früh, Reformpläne für seine späte Regierungszeit zu schmieden. Doch bis Josef regieren durfte, sollte es noch ein Weilchen dauern. Und zunächst stand für Josef sowieso erst einmal die Hochzeit mit einer passenden Frau am Plan. Daher wurde im Oktober 1760 in einem mehrtägigen, prunkvollen, barocken Spektakel geheiratet. Die Auserwählte war Isabella von Bourbon-Parma, einer Enkelin des französischen Königs Ludwig XV. Mit dieser Ehe sollte der Bund zum früheren Erzfeind Frankreich gestärkt werden. Dass Isabella obendrein schön, gebildet und geistreich war, war für Josef ein echter Glücksfall. Josef war von Isabella hingerissen und für ihn war sie seine ganz große Liebe. Jedoch Isabella konnte diese Gefühle nicht im gleichen Ausmaß erwidern. Hinzu kam, dass sie unter Depressionen litt und die Rolle als Ehefrau des Thronfolgers als Belastung empfand. Emotionale Unterstützung am Wiener Hof fand Isabella bei Josefs Schwester, Marie-Christine. Die beiden Frauen verband eine tiefe Freundschaft, die aufgrund der zärtlichen Briefe der beiden oft als romantische Beziehung gedeutet wurde. Doch nach nur wenigen, zumindest für Josef, glücklichen Ehejahren und der Geburt der gemeinsamen Tochter 1762 folgte ein Schicksalsschlag dem nächsten und der Gang in die Kapuzinergruft wurde für Josef zur traurigen Routine. Denn 1763 erkrankte die erneut schwangere Isabella an den Pocken. Es folgte eine Frühgeburt und Mutter und Kind starben innerhalb weniger Tage. Und nur wenige Jahre später starb auch die gemeinsame Tochter mit nur 7 Jahren. Josef sollte über den Verlust Isabellas und seiner Tochter nie hinwegkommen. Und von jetzt an wollte er sein Leben ausschließlich dem Staat widmen. Auf Drängen seiner Mutter heiratete er allerdings erneut. Diesmal Maria Josepha von Bayern. Josef brachte seiner zweiten Frau allerdings keinerlei Sympathie entgegen und die Ehe wurde vermutlich nie vollzogen. 1767 stirbt auch Maria Josepha an den Pocken und Josef sollte danach nie mehr heiraten. Und ein weiterer Schicksalsschlag ereignete sich 1565. Mitten in den Hochzeitsfeierlichkeiten von Josefs Bruder in Innsbruck bricht sein Vater Kaiser Franz I. zusammen und verstirbt völlig überraschend. Mit dem Tod seines Vaters war Josef jetzt Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Doch im 18. Jahrhundert hatte sich dieser Titel eher zu einer Art Ehrentitel entwickelt, ohne große Machtbefugnisse. Und in den Ländern Österreichs hatte Maria Theresia nach wie vor die Zügel fest in der Hand.
Und auch wenn sich Mutter und Sohn menschlich nahe standen, so führten unterschiedliche politische Vorstellungen häufig zu Krach. Hinzu kam, dass Maria Theresia seit dem Tod ihres Mannes pessimistisch geworden war und große Veränderungen ablehnte. Für Josef als Mitregent bedeutete das, dass er sich auf Reformen im Kleinen beschränken musste. So reduzierte er beispielsweise den kaiserlichen Hofstaat und öffnete die kaiserlichen Gärten für die Öffentlichkeit, wie den Prater, den Augarten und Schönbrunn. Um sich dem Wirkungskreis seiner Mutter zu entziehen und auch weil ihn nach dem Tod Isabellas und seiner Tochter nichts mehr in Wien hielt, begann Josef rastlos durch Europa zu reisen. Dabei war er betont einfach unterwegs und suchte den Kontakt zum Volk. So war es sich auch nicht so schade, selbst ein Feld zu pflügen, als sich die Gelegenheit dazu ergab. Der Kaiser als Bauer, das sorgte für Gesprächsstoff. Durch den Kontakt mit dem Volk sah Josef auf seinen Reisen auch die prekären Verhältnisse, in denen viele Menschen lebten. Und es war klar, sobald er regieren würde, sollte sich hier einiges ändern. Josefs Reisen hatten aber auch politische Hintergründe. So traf sich Josef mit Friedrich II. Von Preußen und Katharina der Großen von Russland. Mit ihnen beschloss Josef die umstrittene Teilung Polens, bei der große Teile des Landes annektiert und kurzerhand zwischen den drei Mächten aufgeteilt wurden. Eine weitere Reise führte Josef zu seiner Lieblingsschwester Marie Antoinette nach Frankreich. Dort nutzte er auch gleich die Gelegenheit, um sich in Paris Krankenhäuser anzusehen, die ihn zur Modernisierung des Krankenhauses in Wien inspirierten. Doch dazu gleich mehr. 1780 erkrankte Maria Theresia schwer an einer Lungenentzündung und es war klar, dass sie sich davon wohl nicht mehr erholen würde. Trotz der konfliktreichen Beziehung zwischen Mutter und Sohn schlossen die beiden jetzt ihren Frieden miteinander und Josef umsorgte seine Mutter liebevoll in ihren letzten Tagen. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Zu Maria Theresias bewegtem Leben habe ich bereits ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke es dir gleich hier. Alle in diesem Video besuchten Orte habe ich dir übrigens auf meiner Website www.gretewalz.com zusammengestellt. Und falls dir dieses Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Dankeschön! Durch Maria Theresias Tod war Josef jetzt Alleinherrscher der Habsburger Lande. Und jetzt konnte er sein Lebenswerk umsetzen und sein umfangreiches Reformprogramm durchziehen. Und seine Reformen standen ganz im Zeichen der Aufklärung. Vernunft und Nützlichkeitsdenken war im Fokus, während aus Josefs Sicht sinnlose Traditionen und Aberglaube der Kampf angesagt wurde. Welche Reformen das waren, sehen wir uns bei einem Spaziergang durch Wien genauer an. Und als erstes spazieren wir dafür zum Mozarthaus. Denn Wien entwickelte sich unter Josef zu einer wahren Kunst- und Kulturmetropole, in der sich Künstler wie zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart entfalten konnten. Ein Grund dafür war die Lockerung der Zensur durch Josef. So konnten Gedanken freier fließen und auch die Kunst hatte mehr Freiraum. Außerdem führten Josefs Wirtschaftsreformen zu einem Aufschwung des Bürgertums. Und dieses war jetzt, neben dem Adel, zahlungskräftiger Auftraggeber für Künstler. Josef selbst war übrigens ein großer Förderer Mozarts und beauftragte die Opern Die Entführung aus dem Serail und Così fan tutte. Als nächstes besuchen wir die evangelischen Kirchen in der Dorotheergasse. Diese entstanden nämlich, nachdem Josef 1781 das Toleranzpatent erließ. Das Toleranzpatent gewährte Glaubensfreiheit für Protestanten, Juden und orthodoxe Christen. Ihnen war es jetzt auch gestattet, Gotteshäuser zu errichten und so entstanden diese evangelischen Kirchen in der Dorotheergasse. Die evangelischen Kirchen wurden übrigens auf dem Grundstück des Königinklosters erbaut, das einer anderen josephinischen Reform zum Opfer fiel. Josef ließ nämlich rund 700 Klöster auflösen, denn aus seiner Sicht waren Klöster eine Quelle des Aberglaubens und schlicht und ergreifend unnütz, sofern sie keine weltlichen Funktionen wie Unterricht oder Krankenpflege übernahmen. Auch das Königinkloster wurde im Zuge der Klosterreform aufgelöst, das Grundstück verkauft und die zwei evangelischen Kirchen darauf gebaut. Als nächstes geht's in den 9. Wiener Gemeindebezirk. Und hier spazieren wir durch das alte allgemeine Krankenhaus, das Josef ganz modern umgestalten ließ. Einige Ideen dafür hatte er bei seinem Aufenthalt in Paris gesammelt. Jetzt war es an der Zeit, diese umzusetzen und so ließ Josef das Krankenhaus in Wien von Grund auf modernisieren. Zu den Innovationen zählte unter anderem, dass jeder Kranke sein eigenes Bett hatte und mit dem sogenannten Narrenturm ließ Josef die weltweit erste Spezialeinrichtung für psychisch Kranke errichten. Und auch die Ausbildung für Ärzte wurde verbessert.
So entstand gleich in der Nähe des Allgemeinen Krankenhauses mit dem Josephinum eine Ausbildungsstätte für Militärärzte und Chirurgen. Josephs Reformen vollständig aufzuzählen, würde bei Weitem dieses Video sprengen. Auf zwei seiner wichtigsten Reformen sei an dieser Stelle aber dennoch hingewiesen, nämlich die Abschaffung der Leibeigenschaft und die weitgehende Abschaffung der Todesstrafe. Joseph erließ in rund 10 Jahren Regierungszeit rund 6000 Erlässe und Verordnungen. Und somit wären wir auch schon beim Problem von Josephs Regierung anbelangt. Mit seinen zahlreichen Reformen überforderte er die Menschen. Er wollte zu schnell zu viel. Und durch seinen Hang, auch kleinste Details regeln zu wollen, wie beispielsweise, wie viel Körperpuder seine Soldaten verwenden durften oder wie viele Kerzen in der Kirche angezündet werden durften, verlor er die Menschen auf seinem Weg der Reform. Josef und seine Politik war jetzt vor allem eines, nämlich unbeliebt. Das ging sogar so weit, dass in den österreichischen Niederlanden 1789 die Revolution ausbrach und auch in Ungarn brodelte es. Hinzu kam, dass Josef in einen erfolglosen Krieg gegen das Osmanische Reich hineingezogen wurde. Und auf diesem Feldzug steckte sich Josef auch noch mit der tödlichen Tuberkulose an. Josefs Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend und er erkannte, dass ihm wohl keine Zeit bleiben würde, um seine Fehler zu korrigieren. Um weitere Aufstände zu verhindern, nahm er daher am Ende seines Lebens viele seiner Reformen wieder zurück. Resigniert meinte er, dass auf seinem Grab stehen sollte: Hier liegt ein Fürst, der trotz der besten Meinung keinen seiner Pläne umsetzen konnte. Am 20. Februar 1790 starb Josef und ein Aufatmen ging durch die Bevölkerung. Erst später lernte man den Rebellen am Thron zu schätzen, denn Josefs Nachfolger zogen die Zügel wieder fester an und eine strenge Zensur mit ausgeklügeltem Spitzelwesen hielt Einzug. Diese konservative Gangart führte 1848 zur Revolution, durch die Kaiser Franz Josef den Thron besteigen sollte. Mehr über ihn und seine Frau Kaiserin Elisabeth erfährst du in diesen Videos. Viel Spaß damit und bis bald!